Guten Morgen, willkommen zurück bei den Wolfs. So, ein neuer Tag, eine müde Maren. Heute Nacht war nicht ganz so gut. Lien hat eine Bindehautentzündung gestern bekommen und da waren wir beim Arzt. Und ja, jetzt ist der kleine Schatz auf jeden Fall bis Mittwoch zu Hause. Lien, was hat die Nana gekocht? Ich habe gehört, die hat Blumenkohl-Nuggets gekocht. Ich glaube, das ist so wenig, aber kauf noch mal um. Das ist Bäh. Hättest du jetzt mal doch nichts Nee, gesagt. Nicht nicht da rein, nicht da rein, nicht, nicht, nicht. Ja, Nana, ihn auch keinen Teller hinzustellen. Ja, er war ja auch noch nicht. So, Nana hat so viel gepustet, Lian. Das ist jetzt so. Nuggets! Veggie-Nuggets aber, Schatz. Das sind Veggie-Nuggets. Ja, Nana hat Veggie-Nuggets gemacht. Und, oh, wie schmecken die lecker? Schmeckt gut, ne? Nee, nicht Brokkoli, Blumenkohl. Genau, ich bin müde. Liegt daran, wie gesagt, Lian hat eine Bindehautentzündung. Wobei ich jetzt schon wieder sagen muss, es ist schon wieder gar nicht so, wie es gestern war. Also heute schon gar nichts irgendwie mit Augen. Ja, und der hatte gestern Abend leider ein bisschen Temperatur. Also nicht viel, aber nur so ein bisschen. Der hatte 37,9. Aber ich bin dann immer so, wenn der abends schon so ein bisschen Temperatur hat, dann muss ich immer, keine Ahnung, kann ich nicht richtig pennen. Dann will ich immer gucken, dass es ordentlich alles ist. So? Immer noch heiß? Heiß? Ist nicht heiß. Das sind Erbschen, die isst du doch sonst. Dann essen nur Kartoffeln. Oder wir essen getrennt wie im Kindergarten, ne? Alles einzeln. Und ja, aus diesem Grund ist es jetzt halt einfach so, ja, ich habe wenig geschlafen. Ich mache mir dann immer nachts Sorgen und wache 100.000 Mal auf und gucke, ob alles okay ist. Auch die Nacht bei uns geschlafen. Ja. Und heute morgens wieder eigentlich alles gut, aber er bleibt auf jeden Fall morgen noch zu Hause. Und dann gucken wir mal, wie es am Donnerstag ist. Aber die Augen sehen eigentlich richtig gut aus. Wir haben jetzt eine Salbe verschrieben bekommen. Ja, Wetter ist auch traumhaft schön. Nana hat jetzt, wie gesagt, lecker gekocht. Ich drehe oben noch eine Kooperation. Bitte, gerne, Schatzi. Und, zeig mal. Doch. Hast du den Quark selber gemacht? Ja. Habe ich noch ein bisschen verfeinert, Okay. gekümmt. Lecker. Ja. Bauarbeiter sind auch am Start. Geht alles weiter. Da, guck da, ich dreh mich einmal so. Ist nichts. Oh. Die Mama war die ganze Zeit hinter der Nana. Die Nana hat ihm. Nee, ich war nicht da früher, war das ist schon Nanas Bauch. 10, ich komme. Wo ist denn der Lien schon wieder hin? Bestimmt im Flur. Okay, super. Wo könnte der Lien sein? Der ist da vorne, glaube ich, irgendwo. Wo könnte er denn sein? Der ist nicht hier, Mama. Lian, du verrätst dich immer, indem du so laut bist. So, ich habe jetzt gesagt, ich lehne mich jetzt ein bisschen raus. Mama hat heute ein bisschen früher frei bekommen. Wir haben alles geschafft und ich möchte heute mal die Sonne ein bisschen noch genießen. Ich bin eh so K.O. gerade, dass ich mir gesagt habe, komm, wir haben es jetzt für heute geschafft. So. Und ich sprühe mich jetzt noch schnell mit meinem Sonnenschutz ein. Und dann geht es eine Stunde in die Sonne. Aber in der Sonne wird trotzdem ein bisschen gearbeitet. Falls ihr euch übrigens fragt, was ich als Sonnenschutz aktuell benutze, geht halt echt so easy peasy schnell, das ist einfach krass.
Und dann ist halt einfach wirklich so in einer Minute überall eingecremt, Rücken überall. Und man hat keine Klebehände. Das ist das Allerbeste an der Sache. Ich habe übrigens wieder gut zugenommen. Ey, keine Ahnung. Ich krieg's aktuell einfach nicht hin. Aber ich sag ganz ehrlich, ich mach mir da auch keinen Stress mehr. Dann ist es halt so, wie es ist. Ist auch voll in Ordnung. Ich mach das lieber langsam und dann hoffe ich vielleicht, dass ich nächsten Sommer wieder ein bisschen weniger drauf habe. Und wenn nicht, ist es auch kein Drama. Wisst ihr, ich will gar nicht weniger wiegen eigentlich, sondern ich möchte einfach nur ein bisschen Fett verlieren und Muskeln aufbauen. Aber dafür sollte ich halt mal auch langsam wieder meine Ernährung richtig halten und nicht immer 2 Tage gesund und dann nach 3 Tagen absolut cheaten. So, ich habe jetzt gerade mal ein paar Blumen gegossen, schon mal. Heute Abend, wenn die Sonne richtig weg ist, mache ich den Rasen noch. Der ja, ne, sieht halt auch nicht mehr so geil aus. Also wenn ich euch eins sagen kann, ist eigentlich, macht keinen Randstein. Oder was heißt, macht keinen Randstein? Das Problem ist, hier drunter ist Beton. Das wird so heiß, das ist so schwierig, dieses... Ja, das Grün zu halten. Da hinten, da kommt halt die Sonne nicht so hin. Aber hier knallt die Sonne den ganzen Tag drauf. Das ist so schwierig, den ja, Rasen im Sommer schön zu haben. Kann ich bewässern, wie ich will. Aber schaut mal. Tomaten und Gurke. Hier haben wir die Erdbeeren. Die haben wir gekauft. Tatsächlich haben wir leider auch die beiden kaufen müssen. Ich habe hier alles eingesät. Und fertig gemacht. Hier sieht man noch ganz kleine Überreste. Ich habe das jetzt noch mal drin gelassen. Vielleicht kommt es ja doch noch. Das Einzige, was es geschafft hat, sind 2 Paprikas. Und die werden auch gerade schon richtig gut. Da freue ich mich drüber. Also die 2 habe ich selber gepflanzt und die anderen sind halt so. Hier sind halt schon Tomaten dran, die richtig geil sind. Und die schmecken auch richtig gut. Mhm. Ja, aber immerhin Liens Blume für mich zum Muttertag, die überlebt. Ja, ich habe jetzt gerade eben noch ein bisschen Gartenarbeit gemacht und so. Und wir haben hier definitiv ein bisschen ein kleines Pflanzenproblem, glaube ich. Dadurch, dass jetzt halt der ganze Gang fehlt, stehen viele Pflanzen hier jetzt irgendwie random überall rum. Ich muss auch leider Gottes, das tut mir voll leid. Aber das muss ich leider wieder stutzen. Ich liebe das halt. Ne? Also das ist unser, also nicht unser Wein, aber das ist der Wein vom Nachbarn. Und da sieht man auch schon, da kommen richtig geile Trauben. Aber das Problem ist halt, der wächst wie Sau. Und ich muss halt jedes Mal schauen, dass das ganze Zeug hier nicht runterballert. Ja, und der hier habe ich auch versucht noch zu retten, aber der ist endgültig im. Ja, so sieht's aus. Lian hat hier sein cooles Planschbecken. Habe ich eben nochmal sauber gemacht. Und unser Jacuzzi sieht auch gut aus. Da habe ich jetzt auch gerade nochmal ein bisschen Intense Care und pH- und sowas reingemacht. Ja, aber der sieht auch nicht schlecht aus. Ein bisschen trüb ist er, weil die ganzen Kinder waren jetzt letztens. Natürlich alle Sonnencreme eingecremt hier drin. Dann wird das ganz schnell trüb. Aber wir haben alles jetzt reingemacht und der sollte eigentlich gut sein. Ja, ready. Und für uns, wir wollten eigentlich grillen, aber Tobi und ich, wir haben heute irgendwie keine Motivation. Die ganze Küche gerade eben geputzt, dass wir jetzt gesagt haben, wir fahren jetzt zu Henrys. Ich muss eh noch in den DM ein paar Sachen kaufen und dann machen wir das jetzt. Während Mama und Lian gerade Verstecken spielen, gehe ich mal raus auf die Baustelle. Ich zeige euch mal ein bisschen was. Wir haben ungefähr 50 Tonnen Steine bekommen. Und die... Wie nennt man das nochmal? Die, ja, die Arimierung quasi, würde ich sagen. Jetzt ist jetzt quasi gelegt hier für den Durchgang. Da ist auch das Styrodur und so weiter alles drin. Und könnt ihr hier einmal sehen, dass schon gemauert wurde.
Genau, also die Grundmauern, würde ich sagen, stehen. Der erste Teil davon. Hier auch der zweite. Hier in der Ecke ist schon, hier ist vorbereitet für Estrich Garage. Der kommt dahin, da ist bisher nur die Sauberkeitsschicht. Und ja, richtig, richtig geil. Richtig geil. Ja, hier stehen noch einige Steine. Aber das wird richtig, richtig fett. Da stehen auch noch einige Steine. Ja, also ich würde sagen, es wird. Schon gespannt, wenn das hier gegossen wird und die Garage, dann sieht das nochmal alles anders aus. Ja. Damit ist das dann alles perfekt angeschlossen. So, wir sitzen jetzt bei Henrys und bei Tobi sieht schon wieder aus. Seine Bombe eingeschlagen hier. Ist er hinter mir zum Bestellen? Was? Ist er hinter mir zum Bestellen? Nee, noch nicht. Okay. Ja, bei Lian sieht es so aus, der Teller. Der hat sein veganes Fleisch, Kartoffeln, bisschen Pommes. Ja, ich habe mir einen Burger gegönnt. Tobi Fajita-Pfanne. Ja, ich würde sagen, guten Hunger. So, Leute. Es dämmert langsam draußen und wir haben mittlerweile 22.20 Uhr und es ist immer noch hell. Und ich bin nach wie vor einfach total platt, wie viel die heute geschafft haben. Also wenn das so weitergeht, steht das Haus in 2 Wochen komplett Rohbau, also Wände und so. Ich zeige euch das mal. Also morgen, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, wird das hier gegossen. Und die Mauern hier gerade alles. Also hier seht ihr das ja. Und was richtig krass ist, man denkt so hier, die haben da ja noch gar nicht gemauert. Da wird auch gar nicht gemauert. Da kommt einfach in dieser Breite, die ihr da seht, und ich glaube, das sind 5 Meter oder so, ein 5x5 Meter hohes Fenster hin. Das ist so krank. Also ich weiß gar nicht jetzt genau die Maße, aber das ist schon krank. Ja, und da wird die Türe hinkommen. Ich weiß gar nicht, ob wir euch den Struggle schon erzählt haben, aber das triggert mich ein bisschen. Aber wir können es leider nicht ändern, es sei denn, wir nehmen von den Räumen was weg. Nur weil eine Türe jetzt nicht mittig ist, will ich halt nichts von den Räumen wegnehmen. Ne? Das ist halt jetzt der Driss. Aber wir können den Gang auch nicht nach da schieben oder irgendwie anders. Es ist einfach jetzt so, wie es ist. Wir müssen jetzt damit leben. Vielleicht können wir noch ein bisschen was ändern bei unserem Haus, aber ich weiß nicht, ob Tobi was dazu gesagt hat. Wenn nicht, ich erkläre euch morgen noch mal ein bisschen was. Die Blumen haben jetzt auch gerade noch Wasser bekommen. Das Einzige, was ich jetzt nicht machen konnte, ist den Rasen bewässern, weil unser Schlauch gerade da drüben an der Baustelle angeschlossen ist. Deswegen habe ich jetzt gerade 10 Liter Gießkannen überall auf alle Blumen verteilt und zum Schluss nochmal so versucht, ein bisschen auf den Rasen zu geben. Ich muss morgen früh mal fragen, ob wir ganz kurz den Stauch mal haben können, weil sonst ist unser Rasen übermorgen Stroh. Das ist kacke. Ja, also an dieser Stelle. Schatz. Ja. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.